was bisher geschah. Das ist Lee Ray. Hat angeblich Infos zum Drogenkrieg, der gerade in Miami tobt. Ich habe alles vorbereitet und ihr habt es versaut. Bist du ziemlich gesprächig? Improvisieren könnt ihr perfekt, aber unauffällig arbeiten nicht. Was war das gerade? Du wolltest mich sprechen? Mendoza, setz dich. Ihr bekommt einen neuen Auftrag. Keine Bange, er schickt dich nicht zur Verkehrspolizei. Naja, noch nicht. Okay, Leo, unser Freund Leo. Er hat uns verraten, was er weiß, und ist wieder gegangen. Ich dachte, er wollte beschützt werden. Sag nicht, was Leo erzählt hat. Drogenpakete. Ihr verarscht mich. Flugzeuge starten, Drogen landen. Mitten in die Everglades und zeig's ihm. Eine Angelkarte. Wer steckt dahinter? Ein Bastard namens Remy Nels. Vor 2 Jahren war Nels niemand. Ein Nobody. Jetzt untersteht ihm die gesamte Organisation, zu der auch Tyson Letchford gehört. Hat wohl große Pläne, der Mann. In der Tat. Ihr zwei geht in dieses Schlammloch, genannt Nationalpark, und findet heraus, wie seine Pläne genau aussehen. Sir, warum sollte Leo seinen Boss verraten und dann einfach wieder gehen? Leo sagte, er fühlt sich bei der Polizei nicht mehr so sicher. Das war's. Ach, Mendoza, warte kurz. Klar. Deine Partnerin ist hitzköpfig. Sie ist von ihrer Sache überzeugt. Gute Antwort. Setz dich, Junge. Es wird wegen der Elmore-Sache Beschwerden geben. Polizeigewalt, etc. Keine Sorge, ich regel das. Das ist sehr nett. Danke sehr. Wie geht's deiner Mom, Detektiv? Entschuldigung? Deine Mom hat sich ja viel durchgemacht bei der Flucht aus Kuba. In deinem Alter wird keiner mal eben Detektiv ohne gründlichen Hintergrundcheck. Und bei dir gab's eine Menge Hintergrund. Ach, ist schon okay. Ich weiß, wie es ist, ein Arschloch als Vater zu haben. Das hat mich auch ziemlich lange verfolgt. Und du machst das gut, mein Sohn. Weiter so. Meine Güte, Leos Karte ist furchtbar. Da stimmt ja gar nichts, aber hier sind wir richtig. Leo hat Dawes die Karte gegeben, hat sie einfach rausgerückt. Eine unfassbar beschissene Karte. Aber was hat er denn davon? Das begreife ich einfach nicht. Naja, irgendwas hängt ihm offenbar im Nacken oder irgendjemand. Wer immer die Pakete abwirft, Leo will, dass wir Bescheid wissen. Damit wir seine Konkurrenz ausschalten, oder? In Miami ist er erledigt. Und das weiß Leo. Wahrscheinlich kocht er gerade Drogen irgendwo in Iowa. Was ist überhaupt in dich gefahren, ihn so zu verprügeln? Leo konnte sich einfach nicht benehmen. Naja, das könnte die Dienstaufsicht auch von uns behaupten. Da sind sie. Los zur Abwurfstelle. Die Dealer behalten ihre Pakete per Funk. Zahl auf Leos Karte ist sicher in Frequenz. Wie eine Ahnung, wir haben ein Signal. Fahr nah an ein Paket ran, dann markiere ich es mit einem Zielpfeil. Überlegen wir das Ding ab. Als die Drogen noch über Miami transportiert wurden, hat es in den Sümpfen nur so vor Schmugglern gewimmelt. Vielleicht wiederholt sich das alles jetzt. Hoffentlich nicht. Damals haben sich die Kartellleute sogar auf Kindergeburtstagen die Köpfe eingeschlagen. Ja, ich erinnere mich. Ich war damals noch jung, da ging irres Zeug an. Blut auf dem Gehweg. Pitbulls mit aufgeschlitzter Kehle. Wie zum Teufel hat deine Mann dich da rausgehalten? Das klingt vielleicht kitschig. Sie hat geschuftet und nicht geliebt. Oh ja, wie das kitschig klingt. Mamas Liebling. Okay, dann verfolgen wir das Ding mal. Ich hab wieder ein Signal. Dann mal los.
Da stecken mindestens 10 Kilo in dem Paket. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Ich will damit sagen, dass das hier eine große Nummer ist. Sonst hätte uns Dawes nicht hier rausgeschickt. Angenommen, die Kartelle nutzen Miami wieder als Umschlagplatz. Aus welchem Grund? Meine Meinung? Mexiko ist zu heiß geworden. Hier wandern Schmuggler vielleicht in den Knast, sie werden aber nicht von Drogenbossen kalt gemacht. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Du weißt, dass es eine große Sache ist, dass Dawes uns hierauf angesetzt hat, oder? Das weiß ich. Das Problem ist, dass wir damit zu keinem Staatsanwalt gehen können. Wen interessiert's? Ist doch viel spannender so. Der Typ war früher absolut gnadenlos. Ja, das habe ich gehört. Das ist nur eine riskante Art zu arbeiten. Mein Tipp. Du willst beim Captain punkten? Dann zieh die Samthandschuhe aus. Was ist das hier? Der dreckige Teil der Polizeiarbeit? Du hast es kapiert. Okay, ich spring raus und markiere es. Hier gibt's viele Alligatoren. Keine Panik. Die haben mehr Angst vor uns, als wir vor ihnen. Sag einfach Danke. Okay. Danke. Vielleicht sollten wir auf dem Weg bleiben. Die haben mehr Angst vor uns, ne? Wir müssen aus dem Wasser raus. Wir müssen hoch auf die Plattform. Nimm den Kletterhaken. Ist eine SWAT-Leihgabe. Schon mal einen Kletterhaken benutzt? Nein. Hier mit dem Haken auf die Plattform. Die Dealer die gebaut? Das sind alte Aussichtsplattformen. Für Touris. Alles okay, Kai? Und deine Schulter? Tut weh wie Sau, Mann. Kletter hoch. Ich habe eine Seilrutsche. Du bist vorbereitet.
viel auf die Bretter, ist ein guter Anker. Volltreffer. Okay, komm hier nach. Ist was auf dem Scanner? Karl, da kommt Besuch. Sicher, das Team zum Einsatz. Sieht ganz okay aus. Ich weiß nicht. Die andere Hälfte sieht kacke aus. Also wird's Nest nicht stören, wenn wir sie nehmen. Weil Lance der Boss ist, weil er ein Überboss ist. Die Jungs verstehen den Unterschied zwischen Job und Karriere. Meinst du, er packt aus? Scheiße. Ich habe eine Frequenz für dich. 120,13. Siehst du was? Wow. Sieh dir nur die ganzen Lichter an. Überall auf dem See. Wir sollten uns ihr Boot nehmen und nachsehen. Willst du das melden? Wir haben hier ja eigentlich nichts verloren. Wir müssen zuerst Nels finden. Er ist ambitionierter als ich dachte. Typisches Arschloch. Weißt du, was mich am Drogenkrieg am meisten beunruhigt? Dass der Sieger Geld und Waffen ohne Ende haben wird. Ja, wenn sie sich gegenseitig erledigt haben, sind wir dran. Willkommen zurück in den 80ern. Deswegen will Dawes das jetzt beenden, bevor es dazu kommt. Wir machen es inoffiziell. Höchst inoffiziell. Ist für mich okay. Wir retten Leben. Ich sehe es ja ähnlich. Warum klingst du dann so skeptisch? Worauf läuft's denn hinaus? Um die wichtigen Leute auszuschalten. Die hohen Tiere. Ein für alle Mal. Brauchst du mehr als einen Knall? Da wäre ich mir nicht so sicher. Detective, wir spielen hier ein gefährliches Spiel. Sehr gut. Die spiele ich am liebsten.
Von dem Wasserturm aus müssten wir was sehen. Scan erstmal, bevor wir rangehen. Hier sind welche. Scanne mal nach Alarmanlagen. Wie sieht's aus? Ja, nicht so gut bis jetzt. Bis Samstag brauchen wir mindestens noch ein Boot. Sind die Käufer eine Tour oder wie? Ich hab gehört, Remy will die Produktion erhöhen. Dafür brauchen wir noch ein Boot. Ich glaube, dem geht's ganz gut. Ja. Der Alarm aber ewig, an, aber nicht, wenn du ihn deaktivierst. Irgendwann kriegen sie einen. Und wenn nur wegen Steuern. Schau dir Tyson an. Tyson hat sich einen Kleinkram verraut. Außerdem. Da sind eine Menge Typen. Hast du Plan? Wir gehen rein. Aber leise. Polizei! Halt! Hände hoch! Los! Verhaftet! Hey, was soll das? Polizei! Was haben die denn hier bewacht? Sicher Drogen oder Geld oder Waffen. Na dann finden wir es heraus. So ein altes Ding. Mit dem müssen wir doch ein Netz kriegen. Er sollte sich an einem Stadion mit jemandem treffen.
Das nächste Stadion ist in Miami. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Tja, dann weiter. Wir müssen noch woanders nachsehen. Okay, zurück zum Boot. Wenn die Sümpfe wieder nutzen, wäre das nachvollziehbar. Riesig, menschenleer. Im Moment geht es darum, dass wir Nels finden. Aber die Nels mit den Kartellen zusammen? Nein. Die Kartelle haben ihre eigenen Vertriebswege. Das hier ist jemand anders. Also, was weißt du über Nels? Reiches Elternhaus, Ex-Filmstudent, wollte seinen ersten Film mit Drogengeld finanzieren. Und wann hat er vergessen, den Film überhaupt zu drehen? Er hat ihn geschrieben. Hey, Kyle. Ich muss dich mal was fragen. Was denn? Das mit dir und Tyson. Oh, das. Tja, hin und wieder hat man als Frau halt ein Date. Du bist mit Tyson ausgegangen? Ich habe ihn auf einer Party getroffen. Dann hatten wir ein Date. Okay, zwei. Zwei richtige Dates. Warte, du hast einen Kokain-Dealer gedatet. Kokain-Broke? Wann wusste er, dass du entkommen bist? Als ich rausfand, dass er ein Kokain war. Ob du es glaubst oder nicht, dein gutes Herz. Keine Ahnung. Sehen wir uns das bei der Windmühle mal von oben an. Bleib auf Distanz, bis du die Gegend gescannt hast. Ich will niemanden zu irgendwas zwingen. Ich habe lediglich gesagt, ich gehe sonntags in die Kirche und Ed kommt mit. Oder Ed? Definitiv. Los jetzt! Das Treffen ist zu Ende. Und jetzt ziehen Sie los. Los, näher ran. Thank you.
abgelegen, mit Zugang zum Meer und zum Land. Und verdammte Alligatoren. Faszinierend. Da drüben ist ein Sendemast. Sehen wir uns den mal an. Sind Mels Leute. Sprich mit ihnen. Tommy antwortet nicht. Los! Hey. Ja, ja, alles okay. Bin da. Scheiße, wer ist da? Antonio. Wo ist Tommy? Ja, der ist gerade kacken. Schön. Sag ihm, Nels will sich sofort mit ihm treffen. Okay, wo muss er hin? Tommy weiß schon, wo er hin muss, Antonio. Sag ihm, wir kommen. Nettes Telefonat. Hey, auf dem Handy war doch ein Treffen mit Nels. Er sagte, sie wollten nach... Das Miami Aquatic Stadion steht eine Weile leer. Da wollen sie sich treffen. Na, jedenfalls nicht hier. Das Stadion ist südlich von hier. Festhalten! Der ist spät dran. Hey. Kautionsagenten. Kannst du mir seinen Namen geben? Also, falls das hier nicht klappen sollte. Er hat bloß Verspätung. Ja, würdest du dich verspäten? Ich wäre zu 100% pünktlich. Ganz genau.
dass der Alarm nicht losgeht. Nels, nimm die Hände hoch! Oben lassen! Mendoza, stimmt's? Schnauze! Ich hab's Donalds Deal. Du hast kaputte Freunde, Mendoza. Halt, welcher Deal? Ich bin unsichtbar. Scheiße! Ich ruf uns einen Heli. Der Kerl kommt nicht weit. Es gibt nicht viele Fenster, also sollten wir Rauch einsetzen. Ein Dreierteam geht rein. Ein Team bleibt hier draußen. Scharfschützen da und da. Oh, Stoddard hat hier wohl alles unter Kontrolle. Scheiß drauf. Wir waren zuerst da. Nick? Probier doch mal, ob abgeschlossen ist, Hitzkopf. Hm. War doch gar nicht zu still. Stoddard, wir gehen rein. Ein Scheiß macht ihr. Vielleicht können uns deine Leute helfen. Knall die nach! Wir haben ihn! Vorsicht! Hey! Scheiße! Mendoza, zurück! Schon okay, Sarge. Okay, wir haben ihn. Das ist doch... Es ist okay! Kein Geist zum Teufel soll das... Achtung, Verstärkung ist unterwegs. Alles okay. Keine Spur von Nels. Weiter.
nichts gefunden. Ich hab ihn! Wir umstellen das Gebiet. Dann gleich bereit. Wir haben ihn! An der Eingangsposition. Alles bereit. Wir können anstoppen. Wir sind drin. Angriff auf Verdächtige. Alles dir und Stoddard. Ich bin raus. Nimm das Ding runter. Dann reden wir über Stoddard, den Deal, was immer du willst. Verdammt, was sollte das, Stoddard? Habt ihr wohl das Leben gerettet, Mendoza? Er wollte sich ergeben. Lass mein Partner. Für mich sah das gefährlich aus. Klar. Gefährlich, weil er über deinen Deal reden wollte. Vergiss es nicht. Scheißfertig. Nein, ich bin neugierig. Hat Nels irgendwas Interessantes gesagt, Nick? Wir können gehen. Hör auf deine Partnerin. Ist ein schlaues Mädchen. Hier, bevor die Spurensicherung kommt. Ich glaub's nicht. Für dich, Nick. Hast einen echt guten Job gemacht. Schlaues Mädchen. Ich hab's verstanden.